Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr zusammen mit euren Freunden Netflix ohne Verzögerung schauen könnt und das, obwohl sie alle bei sich zu Hause sitzen. Das funktioniert mit Netflix Party bzw. Teleparty. Netflix Party ist ein Plugin, was dafür sorgt, dass ihr mit so vielen Leuten, wie ihr möchtet, zusammen Netflix schauen könnt. Und das absolut synchron. Das Wichtigste ist aber, dass jeder einen Netflix-Account braucht. Vor mir habe ich jetzt gerade die offizielle Webseite, wo noch weitere Informationen stehen. Der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Um sich das Plugin dann zu holen, geht man auf Get Teleparty for Free. Dann kommt man in den Google Chrome Store und da kann man sich dann einfach kostenlos das Plugin aktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, seht ihr dann oben rechts bei den anderen Plugins das Teleparty-Logo. Wenn es nicht direkt oben rechts angezeigt wird, müsst ihr noch einmal auf das Puzzleteil klicken und das Plugin einfach in der Leiste anheften. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Dann haben wir den jetzt gestartet und pausieren ihn direkt wieder, um die Netflix Party auch starten zu können. Dafür geht ihr dann oben rechts auf das Teleparty-Logo und sagt dann Start the Party. Dann habt ihr die Netflix Party direkt schon erstellt. Ihr seht, rechts erscheint dann diese Chatleiste und ihr habt dann oben in diesem Kästchen den Link stehen. Diesen Link müsst ihr dann einfach nur mit euren Freunden teilen. Wichtig ist aber noch dazu zu sagen, dass eure Freunde, alle die diesen Link dann drücken, auch das Google Chrome Plugin brauchen und einen Netflix-Account haben müssen. Es gibt auch noch eine Kleinigkeit zu beachten. Derjenige, der auf den Link drückt, um sozusagen zu joinen, der kommt direkt in den Film bzw. die Serie rein, muss aber dann noch oben rechts auf das Plugin drücken, auf das Teleparty Plugin bzw. Logo. Und dann erscheint bei demjenigen auch der Chat und dann ist er erst gejoint. Deswegen braucht derjenige auch das Plugin. Sobald jeder dann drin ist, kann einer den Film starten und der wird zeitgleich bei allen anderen auch gestartet. Also wie gesagt, das Ganze ist absolut synchron. Und somit kann jeder zwischendurch einfach mal pausieren und gleichzeitig wieder starten. Natürlich könnt ihr währenddessen auch chatten, wenn euch aber der Chat nervt, dann geht ihr einfach nochmal oben rechts auf das Teleparty-Logo, auf das Plugin und entfernt das Häkchen bei diesem Chat. So, die letzte wichtige Info ist einfach, dass es das Plugin bis jetzt nur für Google Chrome gibt und somit kann man das Ganze auch nur auf dem PC machen, also das Ganze funktioniert noch nicht auf dem Handy. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren, vergesst nicht zu abonnieren. Das war's dann von mir, bis zum nächsten Video und ciao.